Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Paper Mario Color Splash für die Wii U und im letzten Part waren wir im Sienna-Krater und wir haben einen der Farbsterne dort geholt, allerdings nicht beide. Und ja, die Frage ist, wo ist der zweite? Ungefähr weiß ich's. Wir werden mal schauen. Wir hätten irgendwo... Also, wir haben den leichteren der beiden nicht. Wir haben quasi den Level completed, haben wir. Es ist irgendein Secret-Farbstern. Da wir aber alle Farbsterne holen... Ui, das war nicht der Plan. Da hat es irgendwie eine kleine Komplikation zwischen mir und Mario gegeben. Naja, gut. Wollen wir mal nicht so übertreiben mit dem Slang, den ich hier an den Tag lege. Oder doch? Ach, verdammt. Mein Gott. Nein, also... es fehlt uns definitiv der leichtere der beiden Farbsterne. Wir hätten irgendwo einfach uns von einer Plattform nach unten transportieren lassen müssen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu unserer Linken, aber ich meine nicht. Oder doch? Moment mal. Wir gehen hier nochmal ein Stückchen zurück. Es kann nämlich sein, dass es tatsächlich hier schon direkt am Anfang war. Einfach hier ganz hinten. Müssen wir mal gucken. Hoffentlich schaffen wir es hier überhaupt wieder zurückzukommen. Ansonsten, ja doch, sollte eigentlich gehen. Okay, ja. So, und wir warten mal, bis diese ganz linke Plattform sich hier... Ja, so einfach. Du hast diesen Ort also tatsächlich gefunden, Respekt. Ja, das war wirklich Easy Mode, aber der ist tatsächlich... Also... Ja, was heißt schwierig? Er ist nicht schwierig versteckt, aber er ist so... wie soll man denn da rankommen? So, jetzt werden wir ein bisschen Off-Story-Zeug machen. Oder, nein, es ist schon Story... Was? Echt? Naja, gut. Das heißt, wir haben jetzt... eine Abkürzung... nach da ganz hinten. Also damit hätte ich jetzt tatsächlich am wenigsten gerechnet. Es gibt neue Schnick-Schnack-Schnuck-Arenen. Ja. Aber da gehen wir jetzt gar nicht rein, weil da ist Meisterhand ist da eh noch nicht. Und deshalb lohnt sich das für uns noch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir alle Schnick-Schnack-Schnuck-Arenen sehen werden. Wir werden auf jeden Fall alle Farbsterne holen. So, was wir jetzt machen, ist nach Port Prisma gehen. Denn wir haben in der Paprikaterie... im letzten Part die Lupe bekommen. Und die wollen wir... Was haben wir denn hier für ein neues Achievement? Superkartenkäufer. Kaufe 200 Kampfkarten. Okay. Schön, nehme ich hin. Also 3 von den 6 Achievements haben wir tatsächlich. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die anderen holen, bekommen werden. Das wird dann eher so zufällig passieren. Da werde ich nicht drauf eingehen. Bin ja schon erstaunt, dass wir überhaupt 3 davon haben. Die sind ja tatsächlich alle sehr, sehr hochwertig. Okay, so. Ich werde niemals 3-mal so groß sein. Das bedeutet, dass ich niemals den Rettertoads werde beitreten können. Doch. Also, doch. Genau. Wir können nämlich hier etwas ausschneiden. Und 3-mal so groß. Was könnte das wohl sein? Wir haben eine Lupe bekommen, erinnert ihr euch? Mit dieser Lupe, wir haben den Toad weggeschnitten. Naja, okay. Mit dieser Lupe können wir den Toad vergrößern. Sehr schön, oder? Muss man auch erstmal drauf kommen. Boah, ist der groß und verpixelt. Plöck. Plöck. Ein Moment, was ist da gerade passiert? Ich fühle mich so anders. Mario, bist du etwa geschrumpft? Nein, Dummerchen, du bist größer geworden. Toll, das ist ja großartig. Braucht jemand was aus dem obersten Regal? Kein Problem für mich. Nein, besser noch. Jetzt kann ich endlich den Rettertoads beitreten. Verzeihung. Du liebes Bisschen, wie viel Müsli hast du denn gegessen? Nun bist du mehr als qualifiziert für die Rettertoads und ich kann dich nicht mehr kleiner nennen. Willkommen im Team. Vielen Dank. Glauben, mein Traum wird wahr.
Oh ja, natürlich, selbstverständlich fängst du als Praktikant an, aber ich sehe große Dinge in deiner Zukunft. Achso, das war der andere. Der ist ja auch egal. So, sehr schön. Unterretter Toad, Rekrut, bereit zum Einsatz. Erwartete Befehle von unserem Anführer hier im Hauptquartier. So, schön. Keine Ahnung, ob wir hier schon alle haben. Unterretter Toad, bereit zum Einsatz. Ich warte momentan auf Befehle von meinem Anführer. Ja, lasst ihr mich bitte hier wieder raus? Danke. Gut. Was wir als nächstes machen, ist uns eine weitere Lupenkarte zu gönnen, denn die brauchen wir für unseren nächsten Schritt ebenfalls. Und das ist tatsächlich dann nicht mehr off-story. Ja, wobei so off-story war das jetzt halt auch nicht. Es war beides irgendwo verpflichtend. So, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich möchte bitte eine weitere Lupe von dir. Ja, wir haben hier noch so einen Flaschenöffner, Knochen. Einen Knochen würde ich tatsächlich mitnehmen. Weil der im Kampf schon massiv gut ist. Denn damit können wir jederzeit Schnuffelinchen oder wie sie heißt, beschwören, die einfach mal alle Gegner Ratzeputz auffrisst, nur wegen ihrem blöden Knochen. Und deshalb nehmen wir den Knochen mit. Flaschenöffner, Zitrone. Na, jetzt gerade nicht so. Ein Korken, Becken, Rübe, Waschmaschine, Salz und Pfeffer. Nö. Föhn, Grill, Megafon. Wir nehmen einfach nur noch eine Lupe mit. Ich glaube nicht, dass wir alle Dingse brauchen. Drei Dingse soll es noch geben. Die fehlen uns noch. Ansonsten haben wir tatsächlich alle Dingse. Ich finde das übrigens mit der Lupe ziemlich cool gemacht, dass da halt auch wirklich dadurch alles größer wird. Das ist ein bestimmt gar nicht so wenig anspruchsvoller grafischer Effekt, den man nur für dieses eine Dings in das Spiel mit einprogrammiert hat. Und man braucht sie halt auch nur, glaube ich, zweimal im Spiel. Naja, gut. Viel Spaß. Danke, 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 danke. So. Was machen wir jetzt mit der Lupe? Wenn wir ganz weit zurückdenken, dann gab es da so ein Level. Und zwar den Bonsaihain. Das ist nicht der Bonsaihain. Das ist der Bonsaihain. Da fehlt uns ein Farbplusfleck wahrscheinlich und ein Farbstern. Und wo könnte dieser Farbstern sein? Genau, da wo alles klein ist. Deshalb ja Bonsaihain. Und da waren wir und da gab es eine... Oh, eine Rübe. Cool. Die brauchen wir gar nicht zu kaufen. Die können wir uns hier einfach neu ausquetschen. Das ist ja schön. Habe ich alles richtig gemacht. Weil mit der Rübe kann man nämlich tatsächlich auch relativ viel anfangen. So, hier gab es eine klitzekleine Röhre, durch die wir nicht gekommen sind, weil sie zu klitzeklein war und Mario zu dick. Oder so. Können wir das aus... Nee, das können wir nicht wieder gerade biegen. Ist ja auch egal. Brauchen wir ja nicht. So, gehen wir also einmal rüber, dahin, wo alles so klein ist. Es wird gerade alles immer kleiner. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wo war diese kleine Mini-Röhre? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich denke, wir werden sie finden. Wir haben ja hier auch schon alle Wege freigeschaltet. Da. Da ist sie. Die Mini-Röhre. So. Cool. Warum ich das weiß? Ich habe mich auf diesen Part vorbereitet. Ganz einfach. Ich hätte jetzt... Es gibt ja keinen Weg mehr. Ich wäre einfach nicht drauf gekommen. Manchmal braucht man so ein bisschen Vorbereitung, wenn man ein Let's Play machen will. Klar, ich hätte auch erstmal rätseln können, aber... Ich wäre wahrscheinlich nach Stunden drauf gekommen. Hätte euch und mir wahrscheinlich keinen Spaß gemacht. So, und die kleine Röhre wird zur großen Röhre. So, jetzt sollte sie groß genug sein. Ja. Ich hätte eher gedacht, dass Mario sich schrumpfen lässt, aber... Oh, okay. Machen wir auch so. Da ist er ja. Was für ein Glück, dieser Farbstein ist ja ganz schön tief im Wald versteckt. Ich würde da gern hin. Ich würde da... Oh. Was ist los, Mario? Schnapp ihn dir und dann weiter. Ich erwarte keine Probleme, aber vielleicht sehe ich die Sache auch durch eine rosarote Brille. Na, rosarot, Farbe und so. Mach du doch erstmal bessere Wortspiele. Nein, ich will nicht. Kamek, geh nach Hause. Ach, Mario, sieh mal einer an.
Kamek. Ich habe bereits gehört, dass du auch wieder mitmischst. Du suchst die großen Farbsterne, reist durch die Welt. Seine Kleinfarbigkeit Bowser hat viel Mühe darauf verwendet, die Farbsterne zu verstreuen. Und du versuchst, deine ganze Arbeit zu ruinieren, wie immer eben. Hehe. Du hast uns immer wieder besiegt und möglicherweise habe ich das schon bei anderer Gelegenheit gesagt, aber diesmal nicht. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du Konfetti und zwar Konfetti für die Siegesparade unseres furchtlosen Anführers Bowser. Du magst dich für eine große Nummer halten, aber meine Magie wird dich so klein mit Hut machen. Hehehehe. Klein? Klein? Er will uns schrumpfen, oder? Versuch's doch. Du wirst dir wünschen, nie gedruckt geworden zu sein. Welch große Worte für einen Eimer. Aber bei Mario weiß man nie. Mal sehen, wie ich euch mal eure Magie, meine Magie schmeckt. Ja. Yay, Mario wird nie. Na toll. Na toll. Wie putzig. Na, kannst du jetzt noch Gumbas platt machen, du gieriger kleiner Münzendieb? Wahre Macht braucht keinen materiellen Reichtum. Na toll. Verflucht worden sind wir natürlich auch noch. Das finde ich jetzt gerade mal so gar nicht geil. So, Karten sortiert. Ich nehme mal was von hier, was von da und was von da. Ich habe kein Peil, was ich hier... Und färben kann ich auch nichts. Und wir haben was? Oh ja. Okay. Das läuft. Okay. Feuerhammer. Bam. Feuer ist immer gut gegen Papier. So. So. 3, 4. Ah, okay. Und die Eisblume tut auch ihr Übriges. Oh, au. Au. Für dich gibt's nur abgenutzte Schuhe. Ey. What the fuck? Jetzt haben wir wirklich nur noch abgenutzte Schuhe. Und wir können halt nichts anderes benutzen. Ja, gut. Abgenutzte Sprünge. 3 Stück. Rein damit. Ah. Das ist natürlich jetzt 2, 3, 4. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah. Also wir haben jetzt noch 3 Stück davon. Damit kriegen wir doch nie im Leben Kamek-Blatt. Ohne Flachs. Und das Kartenrad ist auch nicht bereit. Hm. Mal gucken, ob wir dann irgendeinen Ersatz bekommen, wenn er jetzt nicht drauf geht. Oder ob wir einfach Glück hatten. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Einmal. 1, 2, 3, 4, 5. Zweimal. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt? Er lebt ja immer noch. Wir haben keine Karten mehr. 1, 2, 3. Okay. Deine Karten sind jetzt weg. Ja, und du? Diese Karten kannst du nicht mehr gebrauchen, oder? Dir bleibt ja immer noch das Kartenrad. Hoffentlich bekommst du auch eine brauchbare Karte. Ach so. Dürfen wir immer noch das Kartenrad benutzen? Okay. Ist jetzt nicht so das Beste dabei, aber wir decken auf und wir langsamen. Und ich würde sagen, wir nehmen die Eisblume, die dabei ist. Es ist eine dabei. Das, so viel kann ich verraten. So, Eisblume. Danke. Das sollte Kamek den Rest geben. Ja. Ich ziehe sie mal rein. So. Werde ich gefärbt und raus damit. Jetzt nur nicht das Timing verkacken, was ich ja am Anfang des Let's Plays sehr gerne gemacht habe bei den Blumen. Aber das sieht gut aus und... Bäm. Hä? Nein, aber ich habe mich zu sehr auf Mario konzentriert. Meine ganze Farbe ist weg. Das sind wohl jetzt deine letzten Worte, Kamek. Wähle sie mit Bedacht. Also hey, ich habe heute Morgen meine Haustür abgeschlossen. Ah nein, sei verflucht, Mario. Ich werde dafür sorgen, dass du für immer in diesem Wald gefangen bist. Ich werde dich so groß machen, dass du nie wieder in eine Röhre passt. Yeah! Okay. Oh mein.
meine Kraft hat nur gereicht, um dich wieder auf Normalgröße zu bringen. Ich fress meinen Besen. Okay, wir haben alle Karten zurück. Das ist schon mal gut. Meine Macht verloren. Mein attraktives Antlitz farblos wie ein gebleichter Buhu auf einem blassen Blooper. Versuch, das schnell 10-mal hintereinander zu sagen. Ach, wahrlich, würdest du wahrscheinlich das schaffen. Du bist eine harte Nuss, Mario. Meine Magie, die in einem führenden Lokalblatt als Partpourri des Chaos bezeichnet wurde, war nicht genug, dich aufzuhalten. Du hast meinen neu gefundenen Respekt. Du verdienst das hier mehr als ich. Ach, cool. 9 Kartenplatz erhalten. Sehr schön. Oh, damit kannst du im Kampf jede Runde eine Karte mehr ausspielen als zuvor. Danke, Kamek, aber das macht deine schlimmen Taten nicht wieder gut. Der Wald hat immer noch die falsche Größe. Hast du gehört? Plöck. Wow. Anscheinend nicht. Ja, das ist eine Menge Zeug. So. Und wo ist jetzt dieser fehlende Farbklecks, den wir noch nicht haben? Nicht hier. Naja, gut. Dann fehlt uns halt 1% in diesem Wald. Wir nehmen diesen kleinen Farbstern. Da. Und haben diesen Level, Gott sei Dank, hinter uns gebracht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hat alles ein paar Münzen gekostet, aber mein Gott. So, damit haben wir den Bonsai-Hain, ja, für unsere Let's Play-Zwecke auf jeden Fall vollständig abgehakt. Und können im nächsten Part weiter in den nächsten Level. Jetzt macht das Ganze auch wieder Sinn. So, Meisterhand werden wir vielleicht zuerst besiegen. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Okay, gut. Ich danke euch an dieser Stelle erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part zum Schnacken mit Meisterhand wiedersehen werden. Bis zum nächsten Mal, sage ich, keep gaming. Und ciao.